Alternierendes Kurzhantelbankdrücken, Hookline. Ihr braucht eine kleine Box, wie ich hier vor meinen Füßen stehen habe, damit eure Füße erhöht sind. Das gibt euch ein bisschen bessere Ausgangsposition für euer Becken. Dann legt ihr euch auf die Bank und atmet einmal fest aus, findet euren Stack. Das heißt, euer Becken ist da leicht aufgerichtet, ihr habt leichten Kontakt mit dem unteren Rücken auf die Bank und die Füße, die ziehen die Box kontinuierlich leicht zu mir. Das heißt, dass ich da immer Spannung in den Hemis habe auch. Und jetzt habe ich oben meine Startposition und ein Arm bleibt immer oben. Ihr reacht hier nach oben, also eure Schulterblätter müssen nicht, sollen nicht auf die Bank geklebt sein. Und dann geht's los. Ein Arm bleibt oben, bleibt nach oben gereacht und der andere geht mit der Einatmung runter. Mit der Ausatmung hoch. Spürt, wie euer Rumpf da immer mitarbeitet. Mit jeder Ausatmung bleiben eure Rippen geschlossen. Ihr haltet leichten Kontakt im unteren Rücken und wichtig auch, schiebt die Schulter leicht nach oben, wenn ihr eure Bewegung macht und die Hand, die oben bleibt, die hält diese Spannung auch und ihr sinkt dann nicht hier nach unten ab.